Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Robocop Rogue City. Wir suchen den Manager in diesem Gebäude. Aber was geht immer vor? Looten. Nur mal gucken, ob hier was liegt. Sieht aber tatsächlich nicht so aus. Schade. Auch nichts. Gut. Dann gehen wir hier hinter. Hier kommt uns bestimmt gleich noch was entgegen. Oder auch nicht. Jeden Fall sind hier ja überall diese Sicherheitstüren, ne? Da kommen doch bestimmt dann gleich diese Maschinen da, gegen die wir letztens gekämpft haben, durch. I've received information that the bank manager is held hostage in the vault. Where exactly is it? Find the manager's office and we'll go from there. It's at the far end of the office area. Wir haben unsere Waffe weggesteckt. Heißt keine Gegner mehr? Hier ist was zum Lesen. Brief zum Einrahmen. Andrea, in dem Umschlag ist der Brief, den ich erwähnt habe. Bitte rahmen Sie ihn für mich ein, damit ich ihn auf meinem Schreibtisch aufstellen kann. Ich kann immer noch nicht glauben, dass unser nobler Gründer diesen Brief geschrieben hat, um mir persönlich für 25 Jahre treue Dienste bei der Leitung seiner Bank zu danken. Your presence here is unauthorized. So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But OCP doesn't seem to mind that. Explain. Delta City. A heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit. A city of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? I am working on the no crime part. Then OCP may become the object of your attention soon. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost, supposedly. You do not believe that. It's OCP. There must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. Also, sie ist mir sehr unsympathisch. Aber wir können es eigentlich auch nicht riskieren, wenn sie halt solche Informationen hat, dass sie in die falschen Hände geraten. Bei ihr sind die auch nicht sicher. Aber müssen ja nicht noch mehr Leute davon wissen. You can go, but if you continue to disobey the law, you will be detained. Maybe I should have treated you more like a police officer than OCP's property. Anyway, the city owes you. And I owe you too. Ja, sie schuldet mir was. Das merken wir uns mal. I can see you've reached the manager's office. Great. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to the vault. Ah, wo If ist I denn was hier a ein bank manager, I would Schalter? probably ask for that switch to be installed somewhere around my desk. Ich kann den jetzt gar nicht finden, den Schalter. Wo ist denn nur der Schalter? Komm einfach hier nicht durch. Now, take the doors behind the desk and turn left. The way to the vault should be open now. To the vault.
not contribute to depriving my grateful employer of his hard-earned savings. We're opening this vault with or without your help, you old nutjob. What is this intricate device? Shut your fucking mouth! I think someone is coming. Everyone quiet. Shh. Wir dürfen jetzt nicht den Falschen erschießen, okay? RoboCop! I knew our founder would send his best! We're not done yet. Mr. Becker, you're still alive! I only played dead so I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. RoboCop, you have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. Was bedeutet das jetzt? Kann ich das jetzt nehmen? Rüstung 4. Oder bedeutet das nur, ey, du hast nur Rüstung 4. Ach, was soll's. Ich drück einfach mal auf das jetzt hier. An opportunity for an ambitious officer. I'll be watching you from a safe distance. Officer Washington, I am looking at a ticking bomb. A bomb? Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but just give me a moment. First aid, kidnapping... Are you looking for a bomb-diffusing chapter in the police manual? Found it! First rule, call qualified personnel. Oh, no. Okay, tell me what you see. Four cables, green, two reds, and blue. Four cables? Got it. Four connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt auf Zeit rechnen muss. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. Okay. So they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach three cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. There are two different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Maybe this isn't the time, but I'm colorblind. Okay, sprenge die Bombe auf sichere Weise. Also ich glaube mal, das bedeutet jetzt, weil ich Rüstung 4 Level habe, kann ich das jetzt halt machen. Improvisieren klingt nicht gut. There is one way to be sure. I will safely detonate the bomb. So, you could have done that straight away? I thought you may learn something here. Cool. It was just a minor incident. Ready to get back to business? Cause I need to make a withdrawal. Like, now. I should really check upstairs. Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now, open the vault. There you go, sir. Great. Now out of my way. What the hell is this? Where is all the money? Our founder has most of our capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Have some respect, young man. Are you Arnold's back with
You should be proud to work for such a great man. At this rate, soon there might be no one left to work for him. See what I'm talking about? Komm hier nicht raus. Wir verfolgen die gleich. Lass mal umgucken. Als ob das niemand mitbekommen hat, dass hier so ein Tunnelsystem gebaut wurde. Beziehungsweise ich gehe von aus, da ist gebaut worden und die haben bloß noch den Durchbruch gemacht. Aber wer baut das denn so, dass man hier noch einen Durchbruch einfach zur Bank in den Tresorraum machen kann? Hä? Liegt Heilung. Ich glaube, ich brauche jetzt aber gerade noch keine. Okay. Ich habe hier auch wieder keine Deckung, ne? Also, ich treffe heute nix. Ich schieße einfach links und rechts am Kopf vorbei. Meine Güte, das ist aber heute eine schwere Geburt hier mit mir. Oben. Wird noch Snipey. Ich hab. Oder ist das tatsächlich die Waffenstreuung, die mir hier gerade einen Strich durch die Rechnung macht? Ich habe vorhin noch gesagt, ach, Waffenstreuung, ach, Quatsch. Unsinn. Waffenstreuung, kein Problem. Und jetzt bin ich halt einfach so. Ich muss treffen? Seit wann das? Das war doch sonst nicht so schwer. Schreck mich nicht so. You're out of the bank already? I am in pursuit of the remaining fighters. I have followed them into a tunnel. So that's how they must have gotten here in the first place. It seems they're retreating into the old industrial area. That must be where they've hidden their getaway vehicle. You gotta hurry. Stress mich nicht. Kein Stress, bitte. Ich muss konzentriert bleiben. Deswegen. Hier ist echt, hier liegt nichts, ne? Nichts, was ich irgendwie mitnehmen könnte, Beweismaterial und so.
jetzt hier aus allen Richtungen kommen. Echt böse. Ich hätte den greifen können. Oder einfach ihm den Hammer abnehmen. Weiß nicht so genau. Das habe ich halt richtig verkackt hier mit dem Werfen. Probieren wir gleich nochmal. Geh erstmal mit meinem Container spazieren. Die Heizung letztes Mal ist überall dagegen gestoßen. Der Container. Nice. Was war das? Ich hänge hier. Jetzt wieder Konzentration. Treff nichts. So, das war einfach für mich jetzt gerade der sicherere Weg aus der Deckung heraus. Bin noch voll geheilt, noch ist alles gut. Ich weiß natürlich nicht, was jetzt passiert. Hier ist offenes Feld. Robocop, there's a deserted warehouse nearby. It's the only building with street access in the area, and it's big enough to store their vehicle. It's your best bet to proceed there. Roger that. Roger. Komm, Roger. Hier wäre auch noch Heilung. Oh, oh, oh. Nicht gut, diese. Reaktionstraining. Tatsächlich treffen wir manchmal. Nein, ich stehe da wenigstens nicht so mitten im Schussfeld, ne, wenn ich das von hier mache. Einer ist noch. Kommt der überhaupt hier lang? Draußen lang.
Wir warten kurz. Ihr habt Zeit mitgebracht, oder? Wartet. Ich habe die Chance verpasst. Ich hätte das Motorrad hier aufheben können. Keine Ahnung, dass die hier auch rumfahren. Wollt doch hier bloß gucken gehen. Ich gehe alles umsonst gucken. Weil hier ist nichts. Nun. Wir halt dorthin, wo wir hin sollen, ne? Wir sind da drüber. Vielleicht ist hier noch was. Keine Chance entgehen lassen. Wir werden hier wahrscheinlich wieder nicht mehr zurückkommen. Können. Geht ja nicht ums Wollen, sondern eher ums Können. Kommen hier jetzt auch noch welche? Also entweder passiert jetzt hier irgendwas, gegnertechnisch, oder nicht. Haha. Ich suche immer noch nach Loot. Find nix. Ich gebe aber nicht auf. So hat mich das so krass getroffen. Warte kurz, bis mein Schild wieder da ist. Ich habe auch noch nie. Boah, was ist denn los? Ich treffe nix. Guck mal, wie viele da noch drin sind. Oh mein Gott. Halt nicht mal die, die vor mir stehen. Ich glaube, ich sollte nach der Runde irgendwie gucken, dass das Spiel speichert. Und, ein andermal weitermachen. Irgendwie funktioniert es heute. So. Gut. Die nächsten da oben. Eine Granate geworfen? Nee, oder? Thank you.
lockt die alle hierher. Hier bin ich ziemlich safe. Wenn ich einfach wieder nach draußen verkrümeln kann. Von wo? Von wo? Da. Sag das doch gleich. Drei sind hier noch irgendwo. Zwei. Eigentlich direkt vor mir. Und irgendwo da. Gut. Funknachricht beantworten machen wir sofort. Die müsste doch eigentlich schon so ein bisschen... Ja, die ist gut. Würde mich wundern, wenn hier nichts zu finden wäre. Wir können oben noch mal gucken gehen. Weil ich jetzt nicht glaube... Nee, hier ist auch kein Raum. Okay, dann beantworten wir jetzt mal den Funkspruch. I am listening, Creep. RoboCop! Why did Wendell Antonowski send you here? This was a suicide mission. We no longer deal with that arrogant prick. We had an agreement. We held our end of it. And apparently it slipped his mind to pay us for our services. Well, that didn't sit well with us. So now we're out to get what we're owed. The only thing you are owed is a prison cell. Yeah, I don't think so. I'm a vulture. I need my space. I'll see you around, cop. Okay. Before the attack, we all thought our money was safe at the OCP bank. Yeah. Dann lassen wir ihn erstmal. Würde ich sagen, lassen wir ihn erstmal irgendwo rumfliegen, den Geier. Und kümmern uns das nächste Mal um ihn, also in der nächsten Folge wahrscheinlich dann. Aber wir sind erstmal zurück im, auf dem Revier. Und ich würde sagen, das ist ein gutes Ende für diese Folge. Ja. Wir sehen uns morgen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, euch morgen wiederzusehen. Und ja, schönen Tag wünsche ich euch noch. Ich winke wie immer. Bis morgen. Tschüss.